Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gamecore HD. Die dritte Folge mittlerweile und ja, wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, habe ich euch heute ein Video zu Resident Evil 6 mitgebracht. Ja, ich möchte hier nochmal diesen Titel ein bisschen beleuchten und hier so ein kleines Vorschauvideo machen. Ihr seht, ich mache hier die Helligkeit relativ hoch, weil ich sonst doch Schwierigkeiten habe, hier die Umgebung wirklich gut zu erkennen. Das ist hier die Demo-Version. Man sieht hier auch, man hat drei verschiedene Charaktere zur Auswahl. Das sind dann auch drei verschiedene Kampagnen später her im Hauptspiel. Und jetzt fangen wir hier mal an mit der Kampagne von Leon. Die ist wirklich sehr stimmungsvoll und atmosphärisch gehalten. Der Fokus dieser Kampagne liegt auch da drauf. Ja, wie ich schon erwähnt habe, es ist eine Demo-Version zu Resident Evil 6. Die ist im PlayStation Store herunterladbar, wenn man PlayStation Plus Mitglied ist. Die ist also exklusiv für PlayStation Plus. Und ja, man kann sie sich aber auch im US-Store runterladen, ohne PlayStation Plus Mitglied zu sein. Das für euch, wenn ihr nochmal selbst einen Blick drauf werfen wollt. Ja, diese Kampagne hier mit Leon S. Kennedy und Helena heißt seine Kollegin, die da mitgeht. Die spielt in Amerika in einer kleinen Stadt namens Tall Oaks und zwar in einer Universität. Sieht jetzt hier auch schon die ersten Gefechte mit diesen Zombies. Ja, man guckt halt hier, versucht dem Ganzen auf die Spur zu gehen. Am Anfang gibt es so eine Anfangssequenz, wo Leon den Präsidenten erschießt. Also wieder ein bisschen, ja, fragwürdiger Storystoff, der sich wahrscheinlich auflösen wird. Weil dieser Präsident hat wohl auch was mit diesem Virus zu tun gehabt und den verbreitet. Ja, im vierten Teil der Resident Evil Serie war ja auch der Leon für den Präsidenten tätig. Vielleicht hat er ja da auch wirklich was mit zu tun. Hier sieht man jetzt an dieser Stelle auch sehr schön die Lichteffekte, die wirklich gut passen in dem Spiel. Jedenfalls hier in dieser Version. Und ja, an und für sich ist alles sehr stimmig gehalten hier. Hier hat man jetzt so ein kleines Quicktime-Event, um den Gegner loszuwerden. Was sich grundsätzlich geändert hat, ist wieder die Steuerung. Die ist wieder ein bisschen ja, agiler geworden. Man hat mehr Möglichkeiten, kann einige Moves mehr. Man kann zum Beispiel solche Ausweichrollen machen. Aber auch generell ist es etwas ja, direkter alles umgesetzt. Was eigentlich ganz gut funktioniert. Mir hat es früher schon in den älteren Teilen sehr gut gefallen, dass es doch mit der, ja, mit der Sensibilität etwas schwieriger war, dass der Charakter auch träger war im Endeffekt, weil das hat sehr gut zur Atmosphäre beigetragen. Aber trotz dieser agilen Steuerung funktioniert es hier trotzdem sehr gut. Ja, man sieht auch, das Spiel ist ziemlich brutal und auch nicht zensiert. Ja. Hier auch wieder sehr schön die Lichteffekte zu sehen. Ja, das Spiel soll ja auch einen gewaltigen Umfang haben mit diesen, ja, insgesamt sind es 4 Kampagnen. Ich zeige euch hier jetzt Ausschnitte aus 3 davon. Die vierte, die wurde von Capcom einige Zeit lang geheim gehalten, aber es hat sich schon herausgestellt, dass es die Kampagne mit Ada Wong sein wird. Ada Wong, das ist eine Protagonistin, die das erste Mal auch im indizierten zweiten Teil zu sehen war und dann immer mal wieder in der Serie aufgetaucht ist. Zuletzt auch in Resident Evil 4. Ja. Und im fünften Teil war sie auch, glaube ich, spielbar als Bonuscharakter oder so. Ja, die ist dann so eine Spezialagentin und ja, hat dann immer so, ja, Missionen, die parallel zu den Missionen laufen, die in den Kampagnen der anderen Charaktere laufen. Hört sich im ersten Moment ein bisschen kompliziert an, aber im Prinzip soll es sich wohl laut einigen Berichten ähnlich spielen wie die Hauptkampagnen der anderen Protagonisten, nur dass man halt andere Wege läuft, aber in dem gleichen Gebäude, sage ich einfach mal. Bleibt abzuwarten, wie das so wird. Also ich denke doch,
dass es einen ganz guten Ansatz bietet, wenn man das auch mal aus einer anderen Perspektive sieht. Ja, und ich bin am meisten gespannt wirklich auf diese Leon-Kampagne, die man jetzt hier auch gerade sieht, weil die doch sehr stimmig rüberkommt und das ist das, was ich mir in einem Resident Evil-Teil vorstelle. Generell wird natürlich auch die breite Masse bedient, weil die anderen beiden Kampagnen spielen sich anders. Das merkt man deutlich und das, ja, erreicht vielleicht dann dadurch auch andere Menschen, die so mit diesen klassischen Resident Evil nicht so viel zu tun haben. Ja, und jetzt sind wir jetzt auch schon hier im nächsten Teil des Videos und das ist die nächste Kampagne, das ist die von Chris Redfield. Chris Redfield, natürlich bekannt aus der Resident Evil Serie, hat im ersten Teil mitgespielt und im fünften Teil war der Hauptcharakter und taucht auch immer mal wieder in der Story auf. Ich glaube, seine Schwester war auch einmal Claire Redfield in einem Teil spielbar, ja, im indizierten zweiten war es auch. Und man sieht hier schon, es geht hier deutlich actionreicher zur Sache. Also hier auch ein schweres Maschinengewehr oder ein leichtes Maschinengewehr ist es ja eigentlich. Und ja, kämpft damit gegen die Mutanten. Es ist jetzt hier, der Schauplatz ist jetzt in Europa. Glaube ich zumindest, ja, müsste Europa sein. Wobei man in der Kampagne wohl auch in Asien unterwegs sein wird. Tokio. Ja, und hier sieht man auch sehr schön, dass hier die Gegner, diese neue Gegnerart, die mutieren dann auch sehr prächtig vor sich hin. Hier hat man jetzt auch mal diese Ausweichrolle gesehen. Ja, und die nehmen dann auch recht skurrile Formen an und kommen dann auch solche Körperpanzerungen und andere Sachen, die ihnen zum genetischen Vorteil verschaffen. Hier zum Beispiel, da hat er so ein Panzerschild durch diese Mutation erhalten. Das ist hier noch recht harmlos, also in hinteren Stellen, da wird es dann doch, mutieren die sich zu ziemlich fiesen Viechern zurecht und sind dann sehr schwer zu besiegen. Aber es ist eine ganz gute Sache. Man hat dann auch verschiedene Taktiken, mit denen man gegen die Gegner kämpfen muss. Die muss man hier zum Beispiel von hinten attackieren. Und das bringt dann doch auch ein bisschen Abwechslung mit in die Gefechte, die ja sonst auch irgendwie zu einfach wären, ja. Die Umgebung hier gefällt mir persönlich sehr gut. Das haben sie hier sehr schön entwickelt und programmiert. Ist sehr stimmig gehalten, diesem Dorf. Ja, und die Gegner, die haben es auch einigermaßen auf dem Kasten, muss man sagen. Also die treffen auch gut. Was mir hier besonders aufgefallen ist, ein Fehler, also ein nicht so schöner Punkt, der mir aufgefallen ist. Das Deckungssystem ist hier noch relativ hakelig und unwillkürlich. Also manchmal löst das Deckungssystem einfach aus, obwohl man gar nicht in Deckung gehen wollte. Oder man will in Deckung gehen und das Deckungssystem löst eben halt nicht aus. Das ist dann noch teilweise ein bisschen arg nervig. Vor allem in diesen Stellen hier, wo man halt auch in Feuergefechten ist. Da sollte es doch hoffentlich noch ein bisschen besser werden. Wobei der Release natürlich auch bald ansteht. Am 2.10. ist es soweit. Man sammelt hier jetzt auch immer wieder Fähigkeitspunkte auf, die Gegner liegen lassen. Das wird auch interessant sein, was sich Capcom da ausgedacht hat. Was für ein System zum Leveln. Wird interessant sein, auch hier diese Nahkampfattacken. Die funktionieren sehr gut, das ist gut umgesetzt. Sind auch kontextsensitiv in den meisten Fällen. Ja. Hier, wie gesagt, viel Action. Gibt es auch wieder diese klassischen Kisten. Man muss nicht extra zum Messer greifen, wie in anderen Teilen. Und man kann die einfach so zerschlagen und zerstampfen. Jetzt hier nochmal ein schöner Blick auf diese Spielumgebung. Ja, und immer wieder stößt man auf diese Koop-Elemente. Das ganze Spiel soll ja auch im Koop-Modus spielbar sein. Und man trifft immer wieder Türen, die man nur zu zweit aufmachen kann. Okay, da ist es vielleicht weniger sinnvoll, aber okay. Es wird sicherlich auch noch andere Stellen geben, wo der Koop-Modus schlau impliziert ist. Und hier sehen wir jetzt auch schon den ersten Bossgegner. Wann das ein Bossgegner ist, ich nehme immer an.
der jetzt ja auch recht fies aussieht. Ja, die Schwachstelle von dem Gerät da ist auf jeden Fall ganz klar zu erkennen. Ja, dieses komische Gewebegedönse, was da aus seinem Rücken ragt, sieht jetzt nicht sehr appetitlich aus. Da muss man dann halt einfach draufballern, bis zum geht nicht mehr. Taktisch wenig Tiefgang, aber ich glaube, das ist auch kein richtiger Bossgegner, sondern so ein Zwischengegner nur. Es ist auf jeden Fall relativ stimmig auch und spannend und bringt wieder ein bisschen Motivation in das Ganze und Abwechslung, aber ja, es erscheint mir schon so ein bisschen zu mächtig, das Viech, für so ein Resident Evil Teil. Woraus soll das Ding denn entstanden sein? Und wer produziert sowas? Naja, egal. Jetzt kommen wir auch, sehen wir mal kurz die Steuerung. Ja, die ist ganz gut und auch recht schnell eingänglich. Und hier sehen wir jetzt nochmal ein paar Ausschnitte aus der dritten Kampagne mit Jake, Wesker, der Bruder oder Cousin oder irgendwas von Albert Wesker auf jeden Fall, der in allen Teilen fast immer schon mit dabei war. Ja, das spielt sich recht actionhaft, wie die Kampagne von Chris auch. Aber es soll hier auch diesen Gegner geben, der einem das die ganze Kampagne über verfolgt und für Angst und Schrecken soll. Ähnlich wie bei Resident Evil 3 Nemesis, was ich sehr cool finde. Die Kampagne fand ich jetzt auch mit von allen am schwierigsten. Hier sieht man jetzt auch nochmal sehr schön so eine Mutation von diesen neuen Viechern. Das haben sie doch wirklich sehr schön gemacht. Die versteinern erst und dann mutieren sie weiter. Das ist ja auch jetzt hier ein neues Virus, nicht mehr das T-Virus oder G-Virus. Ja, und da schlüpfen da mal so eine komischen Kreaturen aus den toten Zombies. Ja, wird auf jeden Fall sehr interessant, der Titel. Ich werde nächsten Monat dazu auch ein Review XXL-Test machen und auf meinem Kanal veröffentlichen. Wenn ihr hier die Demo auch spielen wollt, macht euch einen US-Account und saugt sie euch da runter. Oder holt euch ein PlayStation Plus-Abo. Das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. Ich glaube, auf der Xbox 360 gibt es auch die Möglichkeit, die Demo zu laden. Ja, man hat jetzt hier auch mit diesem Jake verschiedene Waffen, unter anderem auch ein Scharfschützengewehr. Das ist doch auch ganz gut, vor allem hier. Ja, ansonsten danke ich euch auch schon mal wieder fürs Zuschauen. Ihr werdet jetzt die nächsten Tage wieder mit ein paar Let's Plays bedient und vielleicht auch dem Review zu F1 2012, insofern ich da die Version pünktlich bekomme und mit dem Test gut voranschreite. Ja, wenn euch das hier gefallen habt, über ein Abo wäre ich sehr erfreut. Und wenn ihr mich weiterempfehlen würdet, wäre es natürlich auch schön, dass ich ein paar Fans mehr kriege. Das würde mir dann doch einiges positiv entgegenbringen, dass das Ganze auch ankommt. Gut, in diesem Sinne danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.